herzlich willkommen. Letztes Mal habe ich euch erklärt, wie man den Musculus digastricus wahrnimmt, spürt und trainieren kann. Dieser Musculus digastricus ist der sogenannte Gegenspieler von der Kaumuskel. Heute spreche ich über den tiefliegenden Kaumuskel. Wenn man den Kaumuskel trainiert, wiederum wird der Digastricus auch gedehnt. Also der Kaumuskel ist eigentlich nicht nur, wie man oft denkt, zwischen dem Unterkiefer und Oberkiefer, sondern auch bei dem Schläfenbereich. So, der Musculus digastricus ist angesetzt bei dem Schläfenbein und hat zwei Bäuche, die hintere Bäuche und der vordere. Der vordere ist von der Unterkiefer her, der paarige Muskel, und die hintere ist von der Schläfenbein her. Der bringt den Zungenbein nach oben, also ist ein Zungenbeinheber, und bringt den Kiefer in die entspannte Position nach hinten. Dadurch kommt das doofe Gefühl und der obere Kiefer wird aktiviert nach oben in die Breite und nach oben. Man spürt dadurch, wenn man das so spürt, den Kaumuskel von innen her. In der heutigen Übung werden wir den Finger bei dem unteren Kaumuskel zuerst legen und jedes Mal, wenn wir ausatmen, haben wir das Gefühl, wir würden die Finger mehr und mehr zueinander nähern. So, das wäre zuerst mit der Mundatmung. Das gleiche mit dem oberen Kaumuskel bei dem Schläfen. Immer beim Ausatmen werden wir in der Vorstellung näher kommen mit dem Finger. Das gleiche mit der Nasenatmung. Immer beim Ausatmen. Dann sollte man merken, wie ein Gefühl von Kapuze kommt hinten. Man kann auch sehr gut spüren, diese Muskeln, wenn man ein bisschen anfängt zu gähnen. Man stoppt, bevor man gähnt, lässt man den Kiefer ein bisschen doof fallen und den Kiefer nach hinten. Und dann stellt man sich vor, man hätte eine Hasenohren. Dann spürt man wieder die Spannung bei dem Kaumuskel. Jetzt können wir auch das Ganze ein bisschen ausmassieren, wenn man Zeit nimmt, ein paar Minuten, ganz tief in die Gewebe zu gehen mit dem Finger, oben und unten. Da kommen wir wieder zum Gehen-Effekt, zu dem Gehengefühl. Und man spürt auch wieder weiche Gaumen sich öffnet, beziehungsweise diese Spannkraft, was ich vor ein paar Lektionen schon erklärt habe. Harte Gaumen vorne breit und hoch, harte, weiche Gaumen vorne nach unten und ein Kuppelgefühl mit der Zäpfchenöffnung und mit dem Druck von dem Ohrtrompete von außen nach innen. Das ist eine richtige Kombination, wie man eigentlich diese Spannkraft und Entspannung und Spannung entstehen lässt. Und dadurch die Stimmbänder in die richtige Spannung setzt. Also wenn man eigentlich richtig die Kaumuskel trainiert, dann hat man das Gefühl, man würde wie immer etwas essen, etwas so ein bisschen kauen von innen her. Aber es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Es ist nicht eine äußere Kauen, es ist ein inneres Kauen. So, wenn ich etwas singe, habe ich das Gefühl von der Kauen. Zum Beispiel. A dream that will live for a love you can give every day. So ein spontaner Einsatz von einer Zeile von einem Lied. So könnt ihr spüren und sofort kommt ihr in die tiefliegende Muskulatur, in die Verbindung mit dem Zwerchfell, mit dem Psoas, mit dem Darm. So fühlt man das Fließen im Singen. Ich wünsche euch viel Freude beim Üben. Macht ein Like und abonniert meinen Kanal und bis bald. Tschüss. Es wird charmig jetzt. Wenn du willst. Also live.